Hallo, liebe Golfbegeisterte, willkommen zum zweiten Golfpost Talk. Diesmal beschäftigen wir uns vorwiegend mit dem Finalwochenende vom Race to Dubai. Ich spreche heute mit Hanna Baum, mit Michael Barsche und mit Stefan Schöttl. Könnt ihr euch bitte gleich mal unseren Golfern draußen vorstellen? Hanna, beginnst du? Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin PGA Golf Professional, schwinge seit über 15 Jahren Golfschläger und arbeite im Kölner Golfclub im Kölner Westen. Michael? Ja, auch von mir ein Hallo in die Runde. Ich bin Michael Basche, Golfbetriebswirt und gelernter Zeitungsredakteur und seit über 30 Jahren Sport- und Golfjournalist. Stefan? Ja, hallo auch von mir. Ich bin Stefan Schöttl, bin jetzt seit 10 Jahren in der Journalismusbranche, habe beim Hörfunk angefangen, bin inzwischen auch bei einer Tageszeitung und ich spiele seit 6 Jahren Golf. Ja, dann wollen wir mit dem ersten Thema direkt beginnen. Race to Dubai, jetzt gerade das Finalwochenende vorbei. Was waren denn für euch die Höhepunkte der letzten 4 Tage? Hanna, willst du auch beginnen? Ja, ich fand es sehr spannend, besonders am letzten Tag. Während man in den ersten Tagen noch hinter Stenson die Verfolger dicht aufgesehen hat mit Victor Dubuisson, der schon im Turnier zuvor in der Türkei stark gesiegt hat. Und am Finaltag hat sich sehr, sehr schnell ja schon nach 9 Löchern abgezeichnet, dass Stenson dort halt mit 4 Schlägen Vorsprung das Feld angeführt hat und hat dann, wie ich finde, fulminant auch am Ende mit einem Eagle dann den Sieg perfekt gemacht. Michael, was war für dich der Höhepunkt oder die Höhepunkte? Ja, für mich gab es eigentlich nur einen Höhepunkt und das war die Perfektion oder die Fast-Perfektion, mit der Henrik Stenson dieses Finalturnier gespielt hat, wie er dieses Race to Dubai gewonnen hat. Ich habe das heute in den Back Nine schon angeführt. Er hat an allen 4 Tagen 50 von 56 Fairways getroffen. Er hat 68 von 72 Greens in Regulation gespielt. Er hat auf den paar 4 Löchern einen Durchschnitt von 3,65 Schlägen gehabt und er hat an allen 4 Tagen nur 2 Bogies gespielt. Er ist der absolut verdiente Sieger und er hat sagen wir mal, seit Mitte des Jahres eine Serie hingelegt, trotz seiner Handgelenksverletzung, die einmalig ist. Und es war am Wochenende und gerade am Sonntag einfach nur eine Freude, ihm zuzugucken, wie er das Race to Dubai gewinnt. Stefan? Ja, ist ja eigentlich von meinen beiden Vorrednern schon alles gesagt worden. Bei mir ist es eigentlich genauso. Die Präzision und die Ruhe, die Henrik Stenson ausgestrahlt hat, das hat mich eigentlich am meisten begeistert. Und ich finde, was man auch als Amateurgolfer vielleicht mitnehmen konnte, war auch das, dass es eben nicht nur darauf ankommt, die Kugel möglichst weit rauszuhauen, sondern dass es halt eben auf diese Präzision, auf das kurze Spiel ankommt, weil jetzt gerade die Annäherungsschläge von Stenson waren ja überragend. Und das sieht man ja auch, wenn man jetzt bei uns zum Beispiel auch im Heimatclub auf die Range rausgeht, da stehen die alle auf den Abschlagmatten und dreschen die Bälle mit den Hölzern raus, aber das am Pitching oder am Chipping-Bereich ist eigentlich immer leer. Also da hat Stenson schon auch gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Naja, wollen wir jetzt kein Trainingsbashing machen. Wie ist das mit der Konkurrenz für den Henrik Stenson gewesen? Hat ja immer noch ein bisschen gehofft, dass vielleicht noch der ein oder andere rankommt, Ian Poulter, Dubuisson. Wie habt ihr das gesehen? Und zuerst mal muss ich Stefan ein großes Kompliment machen. Er hat ja vergangene Woche schon gesagt, dass Victor Dubuisson auch in Dubai von sich reden machen wird. Das hat ja gestimmt. Er hat ja nun auch, sag mal, über 3 Tage hat er mitgehalten. Er war über die 3 Tage deutlich besser als die meisten der engsten Verfolger von Henrik Stenson. Aber letztlich, ob es Ian Poulter war oder Justin Rose, die haben sich auf Deutsch gesagt, die Knochen aus dem Leib gespielt und sie haben keine Chance gehabt. Er hat das Feld komplett kontrolliert und es ist doch mal so eine One-Man-Show in Dubai. Stefan, Hanna, noch irgendwelche Kommentare dazu? Ja, erstmal vielen Dank für das Lob. Leider habe ich vergessen, die Wette zu platzieren. Ja, die anderen haben ja nicht schlecht gespielt, so war das ja nicht. Also, aber an so einem Wochenende, wo es halt bei einem wirklich zu 100% läuft und jedes Rädchen ins andere greift, denke ich, da kann man dann einfach auch nichts machen dagegen. Also von dem her war
war es zwar in manchen Lagen immer knapp und zu manchen Zeitpunkten auch gerade jetzt am Schlusstag ja noch der Zweikampf mit Dupuisson, aber ich denke, im Großen und Ganzen war das schon ungefährdet. Wie habt ihr den Rory McIlroy gesehen? Gar nicht gesehen? Doch. Ja, also bei Rory McIlroy kann man eigentlich sagen, seitdem er nun endlich, also in meiner Wahrnehmung, zugegeben hat, was ihn die äußeren Einflüsse am meisten in seiner Form behindert haben, seitdem fängt er wieder an, gut Golf zu spielen und geteilter 5. Platz beim Saisonfinale. Das ist aller Ehren wert. Das war, glaube ich, die 6. oder die 5. Top-6-Platzierung in diesem Jahr, aber mit Sicherheit auch eines der stärksten Turniere, was er gespielt hat. Und da zeigt sich dann auch wieder, wo es im mentalen Bereich hingeht. Ich weiß nicht, wie Hanna das sieht, aber er hat nun mal wirklich sein Problem an der Wurzel gepackt und hat gesagt, es sind nicht die Schläger, es ist nicht das Eisenspiel, es ist nicht der Driver, es ist all das, was mich von außen beeinflusst, das ganze Theater, was während des ganzen Jahres unten herum war und was er teilweise auch selber angezettelt hat. Und seitdem er das laut ausgesprochen hat, funktioniert es auch wieder mit dem Golfspielen und zumindest zeigt er eben halt eine anwachsende Sicherheit. Das fand ich hochinteressant. Ich glaube, man sieht ja auch bei vielen Golfspielern, jetzt auch nicht nur im Profibereich, aber dort halt besonders auch durch das Medienaufkommen, dass gerade der mentale Bereich äußere Einflüsse eine große Rolle spielt. Nicht zuletzt, wenn wir uns an Tiger Woods erinnern, als deutliches Beispiel, hat man auch gesehen, was sich dort dann halt im Nachgang halt gezeigt hat. So ist es auch bei vielen anderen, die halt dort halt äußere ich halt, sei es gesundheitlich, familiär oder ähnliches, Probleme haben, dass sich das natürlich auch im Vorspiel zeigt, ganz klar. Und man muss damit auch offen umgehen und wirklich die Ursachen finden, damit man das bekämpfen kann. Stefan, eine Bemerkung zu den deutschen Spielern? Irgendetwas, was dir aufgefallen ist? Ja, ich fand, dass Martin Keimer wieder richtig ordentlich gespielt hat. Er hatte halt einfach dann beim hinten raus wieder ein bisschen Pech, kann man auch sagen, aber so insgesamt war ich mit ihm, wenn ich mir das anmaßen darf zu sagen, war ich mit ihm schon zufrieden und ich denke, 19. war es, glaube ich, am Ende, ist doch ein ganz ordentliches Ergebnis. Also vor allem, wenn es, wie ich ja auch letzte Woche schon gesagt habe, wenn es schwierig ist, sich da nochmal zu motivieren, wenn man eben ganz oben in der Gesamtwertung auch nicht mehr angreifen kann. Okay. Michael, Marcel 7? Ja, von seinem Meniskusproblem gehandicapt. Ich denke, mehr war nicht drin. Das hat er ja auch relativ früh bekannt gegeben. Und da kann man einfach nur sagen, man drückt ihm die Daumen, dass er das beim World Cup of Golf diese Woche mit Max Kiefer einigermaßen durchsteht und dass der Meniskus noch so gut hält, dass die beiden da zusammen eine ordentliche Vorstellung abgeben können. Ja. Hanna, wie ist das mit so einem Schlag, den der Hendrik Stenson da am letzten Loch hingelegt hat? Kann man doch eigentlich gar nicht schlagen, oder? Wie geht das? Ja, das sind diese unmöglichen Golfschläge, die in diesen Situationen dann immer wieder passieren, wo man dann wahrscheinlich am Ende selber auch gar nicht mehr weiß, wie ist das zustande gekommen, sondern das ist dann halt wirklich passiert und wirklich sehr schön anzusehen, wobei ich auch finde, das Loch 18, wenn ich das im Fernsehen immer wieder sehe, wirklich ein schönes, super schönes Golfloch, sehr anspruchsvoll mit dem Wasserlauf, der sich durch die komplette Bahn hindurch schlängelt und da muss man schon von Anfang an noch planen, wo platziere ich den Abschlag, damit der zweite Schlag auch wirklich dahin geht, dass er so ein Ergebnis dann auch spielen konnte. Ja, da war nicht viel Platz, um den richtig gut zu platzieren. Schön gespielt. Ja, gutes Stichwort, 18. Loch dieses Golfplatzes. Wie ist das mit der Golfdestination Vereinigte Arabische Emirate? Ist das eigentlich, wo kommt der Bach denn eigentlich her? Michael, weißt du das? Ja, der Bach kommt von Greg Norman, der den Platz, der den Earth Course in den Jumeirah Golf Estates gebaut hat. Der Bach erinnert mich immer so ein bisschen an das Schlussloch in Canusti. Vielleicht hat er sich davon beeinflussen oder inspirieren lassen. Da schlängelt sich ja auch der Burn quer durch das Schlussloch und muss, glaube ich, zwei oder dreimal überspielt werden. Und was an dem Platz ja sehr spannend ist, dass die vier Schlusslöcher genau eine Meile lang ist, also Norman's Mile, das macht den Platz eben halt sehr besonders, mal abgesehen von den riesengroßen weißen Bunkern, die da draußen sind. Die Golfdestination dort in den Arabischen Emiraten müsste ja für uns im Winter relativ interessant sein.
Hat jemand von euch Erfahrung, was so die beste Reisezeit dorthin ist und wie man das am besten anstellen soll? Stefan, auch wenn das Allgäu nicht um die Ecke ist. Nee, also jetzt so den wirklich richtigen Reisetipp habe ich nicht. Ich war leider noch nie dort. Leider jetzt in dem Fall, weil es für mich schon so ein bisschen eine Faszination ausstrahlt, so ein Wüstenplatz, aber auch jetzt Dubai insgesamt. Also für mich wäre es schon mal so ein Wunschziel, so ein Traumziel, dahin zu gehen zum Golfen. Aber ich habe mich da jetzt noch nicht damit beschäftigt, wann man da am besten hinfährt, hinfliegt. Anna, die Traumschiffe. Sicherlich ist es so, dass im Winter jetzt auch zu der Zeit eine gute Reisezeit ist. Ich weiß von vielen Kollegen, dass sie dort auch ihren Winterstützpunkt halt aufmachen. Ich persönlich war leider auch noch nicht dort, würde mich schon reizen, ist mit Sicherheit beeindruckend. Allerdings ist das drumherum für mich mit den Wolkenkratzern und dieser, ich sag mal, künstlich geschaffenen Welt und auch die Golfplätze mit dem drumherum wäre jetzt nicht mein Lieblingsreiseziel und würde wahrscheinlich nicht dazu werden. Da mag ich es lieber ein bisschen landestypischer und ursprünglicher. Michael, das sind ja doch wohl alles Ressortplätze, ist das richtig? Ja, sind weitgehend Ressortplätze, das ist in der Tat so. Auch nicht mein unbedingter Lieblingsplatzstil und was Dubai und die anderen arabischen Länder antrifft, schließe ich mich Hanna gerne an. Das ist nicht mein Ding, es ist mir alles zu künstlich. Das hatten wir schon mal im Zusammenhang mit den Resortplätzen in China oder in der Türkei. Das ist alles zu künstlich und ganz Hand aufs Herz, ganz ehrlich, ich habe da auch Riesenprobleme mit den ökologischen Aspekten dieser Art von Golfplatzbau und auch von Golfplatzbetrieb. Wobei es nicht um den Wasserverbrauch geht, sondern um die Art der Wassergewinnung. Da steckt ganz viel Konfliktpotenzial drin und deswegen bin ich jemand, der mit den Wüstengolfplätzen nicht viel am Hut hat. Okay, lassen wir das Thema hiermit absinken und dann nochmal zurück zum Profisport der Herren. Weißt du, Dubai ist ja das Finale gewesen, bietet sich ein Rückblick auf die Saison an. Was waren denn für euch die Höhepunkte, zumal zunächst aus sportlicher Sicht, der abgelaufenen Saison? Anna, möchtest du beginnen? Ja, sicherlich Bubba Watson mit seinem Sensationsschlag, der nicht nur im Fernsehen und auf Facebook überall kursiert, das ist sicherlich ein Golfschlag gewesen und auch ein Gewinner, auch so in der Golflehrer-Szene, wo dann viele Golfer auf uns zukamen, ja Mensch, Bubba Watson, der trainiert ja gar nicht mit dem Trainer, wurde man häufiger gefragt, wie kann denn das sein, dass er so weit oben ist? Sicherlich ein Highlight, wobei ich aber auch denke, dass wir insgesamt von unseren deutschen Spielern und Spielerinnen in dieser Saison auf eine ganz gute Saison zurückblicken können. Zum einen mit Martin Keimer, der zwar keinen Sieg gemacht hat, aber nur 3 verpasste Cuts in diesem Jahr zu verzeichnen hat. Ebenso wie Maximilian Kiefer, wo wir, denke ich, auch noch in der nächsten Saison sehr viel hören werden. Bernhard Langer, finde ich, wird häufiger auch vergessen. Finde ich auf der Champions Tour sensationell mit 2 Siegen, 18 Top-10-Platzierungen. Eine Wahnsinnssaison gespielt. Platz 2 auf der Rangliste. Sollte man halt nicht vergessen, dass dort halt auch eine Menge bei den Deutschen passiert ist. Wenn das so weitergeht, können wir uns darüber, glaube ich, sehr freuen. Und Caro Masson, Solheim-Cup-Teilnahme, finde ich sehr spannend. Luke Öfensier steht jetzt wahrscheinlich an demnächst. Und wir schauen, ob sie das noch packen. Okay, Mädels, werden wir uns nächste Woche nochmal eingehender darum kümmern. Bleiben wir heute erstmal bei den Herren. In Usedom, wie sieht da der Rückblick auf die Saison aus? Ja, für mich als unverbesserlicher Traditionalist waren die Höhepunkte der vergangenen Saison oder der gerade abgelaufenen Saison natürlich die US Open in Merion mit dem Sieg von Justin Rose, also auch mal seit vielen, vielen Jahren wieder ein Europäer oder ein Engländer, die US Open gewonnen hat. Merion, ein ganz traditionsreicher Platz mit dem sensationellen Comeback von Ben Hogan 1950 und dann natürlich die British Open, bzw. die Open Championship in Muirfield auf in diesem Sommer dort brettharten, brutalen Kurs, Linkskurs mit der Aufholjagd von Phil Mickelson. Das waren meine sportlichen Höhepunkte der Saison, mal abgesehen von der Vorstellung von Henrik Stenson gestern. Stefan?
Ja, ich fange mal bei der European Tour an. Da ist natürlich für mich ein Saisonhöhepunkt auf jeden Fall auch die Supersaison von Henrik Stenson, wenn man bedenkt, dass er da jetzt plötzlich wieder ins Rampenlicht ja emporgeschossen ist und auch da eine Coolness an den Tag gelegt hat, wie es ja eigentlich beispiellos war dieses Jahr. Dann natürlich Max Kiefer für mich auch ein absolutes Highlight, wie er sich da jetzt etabliert hat auf der Tour und auch gezeigt hat, dass er durchaus vorne mitspielen kann. Und großartig fand ich dann auch noch die BMW Open in München. Das fand ich auch ein tolles Turnier, wenn man da gesehen hat, welche Begeisterung der Golfsport in Deutschland da schon auch auslösen kann, wie viele Leute da unterwegs waren. Weil es ja manchmal auch ein bisschen verkannt wird, was der Golfsport eigentlich in Deutschland wert ist und dass es da doch schon viele Golffans gibt. Da war eine tolle Atmosphäre und es wird sicherlich nächstes Jahr dann in Köln auch genauso sein. Und für mich persönlich war es da natürlich auch ein Highlight, weil ich da eine Golfklinik mit Sergio Garcia mitmachen durfte. War spitzenmäßig, mal so einen Star aus der Nähe mitzuerleben. Und ja, wie der Michael schon gesagt hat, die US Open, um jetzt noch auf die US-Tour zu kommen, fand ich natürlich auch klasse. Mich würde vielleicht an der Stelle grundsätzlich mal interessieren von euch, wie ihr das empfindet. Ist es euch denn lieber, wenn so wie auf der European Tour der Sieger am Ende mit 20, 25 unter Par gewinnt? Oder ist es euch lieber, wenn es so wie auf der US-Tour ja oft der Fall ist, so roundabout even par am Ende ausgeht? Also wo kann man so ein bisschen besser den Vergleichswert ziehen, was diese Leistungen der Profis wirklich wert sind? Michael, was meinst du? Ich denke, dass Henrik Stenson gezeigt hat, dass er auf allen Touren und auf allen Plätzen bestehen kann. Das hat er ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt, mal abgesehen von seinen beiden Abstürzen, die er gehabt hat, aber er hat die Players Championship gewonnen 2009, er hat jetzt in Dubai gewonnen, er hat die BMW gewonnen, er hat die Tour Championship gewonnen, also der weiß schon, wie das geht und ich glaube, dass es sich aus der Mischung ergibt. Gibt überall solche Plätze, wir haben die breiten amerikanischen Plätze mit den breiten Fairways und mit dem strategischen Spiel, das haben wir in Dubai ganz genauso. Wir haben dann so einen Kurs wie Merion, der sehr klein ist, der sehr schmal ist, der sehr kurz ist und der trotzdem unglaublich schwer zu spielen ist, weil es einfach vom Design her ein hochanspruchsvoller Kurs ist. Ich denke, dass sich das im Lauf einer Saison ausgleicht zwischen den Plätzen und den Touren und dass letztlich, wie wir jetzt gesehen haben in meiner Wahrnehmung, tatsächlich der beste Spieler seit dem Sommer auch in Europa geworden hat. In meiner Wahrnehmung ist Henrik Stenson trotz der Erfolge von Adam Scott und auch natürlich trotz der Erfolge von Tiger Woods der aktuell der beste Spieler der Welt. Und das hat er auf beiden Touren bewiesen und von daher ist es so auch ausgeglichen und völlig in Ordnung. Wirklich. Okay. Stefan, ich habe noch mal eine Nachfrage zu der Klinik mit Sergio Garcia. Wie hat man sich das als Amateur so vorzustellen? Hat Sergio dir dann gesagt, Stefan, du musst deinen Griff umstellen, das wird sonst nichts? Oder war es alles harmlos? Ja, also es war ja eine Veranstaltung, wo mehrere Leute dabei waren und er hat dann ein paar Schläge vorgemacht und durchaus dann auch noch die Fragen beantwortet. Und was für mich persönlich jetzt wirklich sehr gewinnbringend für mein persönliches Spiel war, war eben die Tatsache, dass ja er auch einfach durch lockere Sprüche und jetzt nicht großes Erklären einem da was beibringen konnte, wie beispielsweise, dass der Schwung eben immer der gleiche ist, egal ob ich jetzt ein Einserholz oder ein Simner Eisen in der Hand habe, aber der Schwung bleibt im Endeffekt immer der gleiche und ich selber habe mich dann schon ertappt, wie ich zum Beispiel beim Holz einfach verkrampfter war und verkrampft versucht habe, da irgendwie anders zu schwingen und seit vielleicht hätte ich auch einfach schon vorher eine Trainerstunde bei unserem Pro nehmen sollen, hätte ich wahrscheinlich genau das Gleiche gesagt. Aber wenn Sergio Garcia sagt, nimmt man es vielleicht eher an. Hanna, wie ist das bei dir? Gibt es einen Pro, bei dem du mal gerne eine Klinik besuchen würdest? Also einen von den Playing Pros? Von den Playing Pros? Sicherlich würde mich eine Klinik bei Bernhard Langer sehr interessieren, weil er auch unheimlich viel Erfahrung zurückgreifen kann. Würde ich sehr spannend finden. Wahrscheinlich nicht nur eine Klinik, sondern überhaupt ein Interview, ein Gespräch wäre wahrscheinlich dort halt mal so auf einer Golfrunde zusammen mit ihm sehr spannend. Und vielleicht auch mal jemanden, der so jemand wie Patrick Harrington,
der ja auch schon ist ein bisschen her erfolgreich war, aber das würde mich auch sehr interessieren, was sich da in der letzten Zeit so getan hat, weil da ist ja so ein bisschen ist ja in der Versenkung, sagen wir mal, verschwunden. Und wie viele große Siege gibst du Bubba Watson noch, bevor er tatsächlich mal einen Trainer aufsucht? Wir werden sehen. Wir werden sehen, was noch kommt. Auf jeden Fall war das auch in dieser Saison ein großes Thema, weil natürlich viele dann darauf gekommen sind, warum brauchen wir Trainer oder besser werden trotz Trainer, ist dann immer die Frage. Und ich sag mal so, jemand, der so ganz gut zurechtkommt, und man kann ja auch nicht sagen, dass er nun komplett ohne Trainer arbeitet, er hat ja auch seine Berater an seiner Seite, die ihm da weiterhelfen. Vielleicht ist er mehr Autodidakt in dem, was sein technisches Talent angeht, aber in den anderen Teilen wird er ja auch beraten. Einen sehr eigenwilligen Schwung hat ja auch Jim Furyk. Weiß jemand von euch, ob der auch ohne Trainer unterwegs ist oder hat der Trainer einfach aufgegeben? Ich glaube, es ist gar nicht so sinnvoll, darüber zu reden, so einen Schwung wie von Jim Furyk oder wenn wir uns auch jetzt in unseren deutschen Gefilden umschauen, bei Marcel Siem, ein auch sehr unkonventioneller Golfschwung. Wenn man sich das alles anschaut, sehen wir auf der gesamten Tour und bei allen Tourspielern nicht dieses Einheitsbild, was vielfach auch in den Golfclubs sich die Golfspieler vorstellen, dass man diesen Einheitsschwung lernen muss. Das ist gar nicht so der Fall. Wenn man sich auf der Tour anschaut, was für Schwünge man dort sieht, sind die alle einzigartig und auf die jeweiligen Spieler und deren Möglichkeiten mit ihren Einschränkungen angepasst. Und so findet jeder sein eigenes Spiel. Sicherlich gibt es Richtlinien, an die man sich halten sollte. Wenn die Schlagfläche halt nach rechts zeigt, dann wird der Ball möglicherweise auch nach rechts gehen, klar. Aber man sieht viel mehr in 3D-Analysen. Also man kann über eine 3D-Analyse kann man sehen, dass sich dort die Profis gar nicht mehr so sehr unterscheiden wie in optischen Bildern, da dort man ganz klar sehen kann, welche Muskelgruppen, welche Muskelketten miteinander agieren und das ist dann schon sehr ähnlich und sehr gleich. Okay, da müssen wir mal eine eigene Sendung zu machen, das mal verfolgen. Ich wollte mal zurückkommen zu den Profis. Jetzt haben wir hier einen überragenden Stenson. Im ersten Teil der Saison hatten wir auch einen überragenden Adam Scott. Dann hatten wir einen Tiger Woods, der Player of the Year wurde. Michael, wie ist das? Haben wir eigentlich drei Saisons in einer Saison? Das kann ich auf Anhieb so nicht sagen. Ich denke, Tiger Woods hat relativ früh gewonnen. Adam Scott ist ja jetzt zum Schluss nochmal ganz stark geworden. Er hat, nachdem er das Masters gewonnen hat, hat er ein bisschen gefeiert, das darf er auch. Und hat ja jetzt nochmal richtig nachgelegt, gerade auch aktuell am Wochenende. Ich denke, dass die Spieler sich unterschiedliche Höhepunkte geben. Man kann sich die Frage stellen, warum war Henrik Stenson am Anfang des Jahres oder bis zur Mitte des Jahres nicht so präsent, wie er das danach war. Ich denke auch da, aber das wird Hanna wahrscheinlich noch besser beantworten können, gibt es ja auch eine Saisonplanung mit den Höhepunkten. Phil Mickelson hat gesagt, er wird sich für nächstes Jahr oder nächstes Jahr grundsätzlich überhaupt nur auf die Majors und vor allem auf die US Open konzentrieren und seinen Spielplan ein bisschen zurückfahren gegenüber diesem Jahr. Also ich denke, die Spieler fokussieren sich auf bestimmte Saisonhöhepunkte. Tiger Woods hat seine Lieblingsturniere, die großenteils auch Anfang der Saison stattfinden. Dann guckt er noch nach dem FedEx Cup, abgesehen von den Majors, und dann ist für ihn das Jahr eigentlich sowieso gelaufen. Dann guckt er auf den Weihnachtsbaum, ja. Dann guckt er nur noch auf den Weihnachtsbaum. Und Matt Kuchar hat es dieser Tage irgendwann gesagt, dass wir sowieso in ein paar Jahren eine Welttour haben werden. Da geht er ganz stark von aus. Weil aus diesen ganzen Turnieren, ob das jetzt die australisch-asiatische oder die asiatische Tour ist, ob es European Tour oder US-PGA Tour sind, da werden sich irgendwann alle Turniere rauskristallisieren und dann spielen wir eine Welttour und der Rest ist dann, sag mal, die B-Abteilung der ersten Liga. Okay, so letzte Fragerunde. Fangen wir mit dem Stefan an. Was erwartest du denn nächstes Jahr von dem Henrik Stenson? Einfach eure Erwartungen an Henrik Stenson nächstes Jahr. Bleibt er so konstant, dominiert er, bla bla bla, was passiert? Es ist natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch relativ schwer zu sagen, denke ich. Gut, die neue Saison geht ja jetzt dann gleich an. Aber du bist ja Wahrsager, haben wir ja letzte Woche mitbekommen. Ja,
Ich denke, das, wie gesagt, das ist wirklich schwierig. Ich denke, letztes Jahr hat auch niemand damit gerechnet, dass Henrik Stenson dieses Jahr dann dieses Ding so bis zum Saisonende durchzieht und dann so eine souveräne Saison spielt. Von dem her, wahrscheinlich kommt wieder irgendeiner überraschend nach vorne und kann nächstes Jahr wieder genauso passieren wie dieses Jahr. Es wäre natürlich auch interessant, wie dann die Saisonhöhepunkte, wie es der Michael ja auch schon richtig gesagt hat, gesetzt werden, wenn dann wieder Ryder Cup ist zum Beispiel oder so. Also es wird alles spannend sein, wie sich die Spieler da dann den Saisonplan zurechtlegen. Okay. Michael? Also ich sehe Henrik Stenson auch im kommenden Jahr ganz vorne mit dabei. Und das hat er auch in der Vergangenheit bewiesen, wenn er verletzungsfrei oder krankheitsfrei war, wenn er keinen Gips im Drive gehabt hat, dann war er immer einer von den Top-Spielern auf der Welt. Wie gesagt, er war schon mal Weltranglistenvierter 2009. Ich denke, dass er auch im kommenden Jahr, gerade auch mit dem Ziel Ryder Cup Teilnahme vor Augen, dass er im kommenden Jahr eine ganz bedeutende Rolle spielen wird. Also sich sicherlich irgendwo auch in den Top 5 der Welt aufhalten wird. Vielleicht wird es ja auch wieder das Jahr des Martin Keimer, wer weiß es schon. Also ich denke. Ja, du sollst über Henrik spekulieren, nicht über andere. Ja, ich glaube, ich kann mich meinen Vorrednern anschließen. Voraussagen mache ich mich auch ungern, weil man weiß ja nie so genau, was wirklich dann passiert. Ich denke auch, dass wenn der Verletzungsfall bleibt, so wie er sich jetzt halt in dieser Saison gesteigert hat, wird er auch das dann weiter gestalten im nächsten Jahr. Aber wer weiß, vielleicht startet da jemand anders noch richtig durch und überholt ihn. Ja, danke für die Voraussagen und Erwartungen. Ja, spannende Gesprächsrunde heute. Ich danke meinen Teilnehmern an der Runde und wünsche euch draußen beim Zuschauen noch viel Spaß. Und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder, nachdem wir bei den Ladies uns das Finalwochenende dort angeguckt haben. Also, tschüss und viel Spaß noch. Danke und tschüss. Tschüss.